Ein Gespräch mit Magistertheolog Vahala über sexuelle Orientierung und Migration. Das Gespräch wurde von Professor Aslan geführt. Vahala, danke Ihnen, dass Sie für uns Zeit genommen haben. Das ist ein Gespräch für unsere Seite Citizenship Education and Islam, in der wir einfach junge Menschen über aktuelle Themen informieren und auch einen Beitrag dazu leisten möchten, dass Österreich als eine plurale Gesellschaft unsere Gesellschaft ist, dass die Muslime vor allem auch ihren Beitrag zum Gelingen dieser Gesellschaft leisten sollten. Mit Ihnen wollte ich darüber sprechen, Migration und sexuelle Orientierungen, weil man in den Migrantenorganisationen sehr wenig darüber spricht, in den Moscheen, in den türkischen, arabischen oder afghanischen Organisationen ein Tabuthema ist. Von Ihnen wollte ich erfahren, was passiert außerhalb dieser muslimischen oder Migrantenorganisationen. Wie gehen einfach Migrantinnen mit ihren sexuellen Orientierungen, vor allem die Homosexuellen mit ihren sexuellen Orientierungen um? Welche Erfahrungen sie damit machen? Ja, zunächst mal muss man sagen, dass wir in Österreich und überhaupt in Europa uns verpflichtet haben, den Menschenrechten gegenüber und auch den sexuellen und reproduktiven Rechten. Das heißt, für uns in Österreich sind alle sexuellen Orientierungen und alle geschlechtlichen Identitäten, das heißt also sowohl die Homosexualität als wie auch die Transidentität, gleichgestellt. Das heißt, das gehört, glaube ich, zu unserer Grundverfasstheit und Grundordnung. Und das beruht darauf, dass wir heute human wissenschaftlich wissen, dass es erstens einmal Homosexualität in der Menschheit immer gegeben hat und dass wir ungefähr 6-8% weltweit, das heißt auch in islamischen Gesellschaften oder in islamisch geprägten Gesellschaften, 6-8% der Menschen haben, die gleichgeschlechtlich empfinden und die sich diese sexuelle Orientierung nicht ausgesucht oder ausgewählt haben, sondern wir gehen heute davon aus, dass die sexuelle Orientierung eines Menschen auch einen hereditären Charakter hat. Das heißt, dass sie zur Existenzial dieses Menschen gehört. So, jetzt zu Ihrer Frage. Ich leite die Beratungsstelle Courage. Die gibt es 5-mal in Österreich. Das sind Beratungsstellen mit dem Schwerpunkt LGBTIQ, also mit dem Schwerpunkt gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen. Und wir haben sehr viele Menschen, die aus Ländern kommen, wo der Islam die Kultur prägt. Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, die kommen oft zu uns, weil sie empfinden, dass sie gleichgeschlechtlich empfinden oder weil sie transgender sind, das heißt, weil sie sich im falschen Körper erleben. Und die haben leider Gottes sehr oft große Schwierigkeiten, in ihren Familien überhaupt akzeptiert und angenommen zu werden. Es gibt leider Gottes noch immer auch Familien, die es als Schande sehen, die sogar gerecht werden muss. Ja. Und vielfach erlebe ich Menschen hier, Jugendliche vor allem, die aus islamisch geprägten Kulturen kommen, dass sie sogar mit der Familie zumindest eine Zeit brechen müssen, um das leben zu können, ja, wie sie empfinden und wie sie sich erleben. In diesen Vereinen, Organisationen, in den Kulturkreisen hat man zwei Probleme. Zunächst einmal diese kulturellen Gegebenheiten einer bestimmten Ethnie oder aber auch religiöse Hintergründe. Ja. Wie hat man in Europa geschafft, dass die Kirche oder religiöse Organisationen mit diesen Organisationen, mit diesem Phänomen humaner umgehen können? Was kann man daraus lernen aus dieser Erfahrung im europäischen Kontext?
Schauen Sie, Herr Professor, ich selber bin ja auch von meinem Grundberuf katholischer Priester und habe ja diese Entwicklungen in der katholischen Kirche nicht nur erlebt, sondern auch ein ganzes Stück vorangetrieben. Wir haben heute in der katholischen Kirche, und das sage ich auch ganz ehrlich, auch mehrere Richtungen. Wir haben die sehr konservative, fast fundamentalistische Richtung, auch in der katholischen Kirche, die sagt, Homosexualität ist Sünde, ist wieder die Natur. Ja? Wir haben aber auch die Gruppen von Theologen und Priestern und Bischöfen und Laienmitarbeiterinnen, die sagen, wir müssen hier wirklich gut von der Bibelwissenschaft her schauen, was meint die Bibel mit gewissen Stellen, zum Beispiel wenn ein Mann bei einem Mann schläft, in Levitikus. Und wir wissen heute bibelwissenschaftlich, dass die Bibel eine veranlagte Homosexualität, so wie wir sie heute aus der Psychologie und den Humanwissenschaften erforscht haben, dass die Bibel eine veranlagte Homosexualität in ihrer Zeit nicht kennt. Daher kann die Bibel überhaupt nicht herangezogen werden für die ethische Beurteilung der Homosexualität, sondern die Autoren der Bibel waren davon überzeugt, dass alle Menschen heterosexuell sind und dass Menschen, die mit dem gleichen Geschlecht sexuell verkehren, etwas machen wider die Natur oder etwas machen, was in sich nicht in Ordnung ist, oder von daher haben sie es Sünde benannt. Ja? Von daher ist es ein Dialog, ein wesentlicher Dialog zwischen den heutigen Erkenntnissen der Humanwissenschaften und den Religionen in Bezug auf die sexuellen Orientierungen. Und da glaube ich, da muss der Islam oder große Teile des Islams hier auch noch mehr bereit dazu sein. Und es gibt ja auch schon Gruppen im Islam, auch ihrer Imame, ja, die das heute anders sehen, ja, und die auch hier hinterfragen, was ist denn im Islam eigentlich gemeint mit diesen Stellen. Und Hauptargument natürlich der Religionen in unserem Fall konkret des Islam, dass Homosexualität eine Gefahr für die Zukunft der Familienvorstellungen in unseren Gesellschaften. Wie sehen Sie das? Das ist eigentlich das Hauptargument, weil die Homosexualität eine Gefahr für die Zukunft der Familien einfach wäre. Da kann man ganz klar sagen, die Homosexualität hat es immer und in allen Kulturen und in allen Schichten gegeben. Ja? Mhm. Und dennoch heute sind wir im 21. Jahrhundert. Ja? Und man kann sagen, dass die traditionelle Familie, so wie wir sie kennen, nämlich sage ich, Vater, Mutter, Kind oder Kinder, nicht ausgestorben ist, sondern dass sie weiter ein ganz, ganz wesentlicher Faktor unserer Gesellschaft ist. Das Zweite muss man sagen, dass viele gleichgeschlechtlich empfindende Paare auch einen Kinderwunsch haben, diesen Kinderwunsch sich auch erfüllen und Kinder großziehen, also Kinder begleiten in diesem Leben, das heißt auch Familien gründen. Wir sprechen hier von sogenannten Regenbogenfamilien. Also man kann ja nicht sagen, nur weil ein Mensch gleichgeschlechtlich empfindet, deswegen trägt er nichts zur einer Familie oder zur Familiengründung bei. Es ist genauso wie bei den heterosexuellen Menschen, manche entschließen sich zur Familie, die meisten, so ist es auch bei den gleichgeschlechtlich empfindenden Menschen. Und das Dritte, was man dazu sagen kann, weltweit sagen uns alle Studien, dass die Kinder gleichgeschlechtlichen Familien und Partnerschaften genauso gut entwickeln wie Kinder in heterosexuellen Partnerschaften bzw. Familien. Das, was Sie ansprechen, Herr lieber Professor, ja, ist in den Kulturen, ja, und das gilt auch ja durchaus für uns, ja, da sind wir auch noch mittendrin, vielleicht haben wir da schon ein bisschen mehr einen Weg gegangen, aber im Grunde geht es darum, dass vor allem die männliche Homosexualität und diese hier in den Blick genommen,
oft erlebt wird in Gesellschaften als eine Infragestellung der traditionellen Männlichkeit, als eine Infragestellung letztlich des Patriarchats, als eine Infragestellung letztlich auch einer gewissen machoiden Männlichkeit. Sicherlich haben die Musliminnen damit ihre Probleme, aber wie Sie angesprochen haben, da sind auch unterschiedliche Tendenzen. Genau. Unsere Gesellschaft ist da eine andere Realität, weil wir uns mit der Lehrerausbildung beschäftigen. Eine Lehrerin, angehende Lehrerin, berichtete davon, dass eine Mutter vor dem Unterricht, vor dem islamischen Religionsunterricht der Lehrerin sagte, lieber Lehrerin, ich will Sie vorab darüber informieren, dass meine Tochter zwei Mütter hat. Ja. Und natürlich war diese junge Frau als Lehrerin überfordert, wie man mit dieser Situation umgehen kann. Aber das ist auch ein Zeichen, dass wir in der Gesellschaft eine andere Realität haben. Die Religionen haben keine Alternativen, einfach ihre Augen zuzumachen. Es geht nur darum, wie wir mit dieser Realität umgehen können. Das ist auch eine Realität des islamischen Religionsunterrichtes, ja, weil die Lehrerinnen einfach davon berichten. Was würden Sie solche Lehrerinnen empfehlen, wenn ein Kind einfach in den islamischen Religionsunterricht kommt und sagt, ich habe zwei Väter oder ich habe zwei Mütter? Naja, schauen Sie, ich bin Psychotherapeut, ja. Und vom Grundberuf Theologe haben wir schon gesagt, ich komme auch oft in Situationen in meiner psychotherapeutischen Begleitung von Menschen, wo ich an Grenzen stoße. Das heißt, in unseren Berufsgruppen, ob das jetzt die Pädagogik ist, ob das jetzt die Psychologie ist, ob das jetzt die Psychotherapie ist und so weiter, sind wir immer herausgefordert, uns weiterzubilden. Ja? Und das ist eine Grundhaltung oder gehört zu einer Grundhaltung, ja, auch der Erziehungswissenschaft und der Pädagogik. Das Zweite, was ich einer solchen Lehrerin sagen würde, ist, wir sind hier in Österreich, in Europa, wir haben uns den Menschenrechten verpflichtet, wir haben uns den sexuellen und reproduktiven Rechten verpflichtet und da gehört eben dazu, dass gleichgeschlechtlich empfindende Menschen genauso gleichwertig und gleich an Wert und Würde sind wie jeder Mensch. Ja? Und da ist es halt, wie soll ich sagen, auch wichtig, dass es in den Ausbildungen der Erziehungswissenschaft und der Pädagogik, ja, auch das Fach gibt Sexualwissenschaften, Sexualpädagogik. Und ja, Sie wissen ja, wir sind gerade hier in Österreich in einem Prozess. Wir haben jetzt ein Papier herausgegeben, Qualitätskriterien in der Sexualpädagogik, also in der sexuellen Bildung. Und daran werden sich zukünftig auch alle Lehrer und Lehrerinnen in Österreich halten müssen. Das heißt, es ist auch nicht möglich, das sage ich Ihnen ja, es ist auch nicht möglich, dass zum Beispiel eine katholische Religionslehrerin, ja, Homosexualität jetzt verdammen würde oder Homosexualität geringwertig machen würde. Sie kann sagen, was es in der Kirche für Strömungen gibt und was es hier für Meinungen gibt, ja, aber sie hat sich, und das steht über allem, an die Menschenrechte zu orientieren. Sie haben vollkommen recht, wir haben in Österreich gerne Rechtsgrundlage, aber in der Praxis ist wichtiger, wie man als Mensch mit diesem Phänomen umgeht. Nicht Rechtsgrundlage, immer nicht die Sicherheit für die, zumindest Unterrichtspraxis. Der beste Umgang. Daher erwartet man, wie man mit diesem Gesetz humaner umgehen kann, dass wir einfach nicht aus rechtlichen Gründen, auch aus menschlichen Gründen, aus humanen Gründen diese Menschen tolerieren und damit umgehen lernen. Das ist einfach wichtigere Aufgabe, glaube ich, für die Menschen, als, sagen wir mal, diese Rechtsgrundlage. Manchmal hat man Rechtsgrundlagen, die einfach in der Praxis nicht diese humane Anwendung einfach findet. Herr Professor, also, da gebe ich Ihnen recht, ja. Und das, was ich erlebt habe, jetzt in meinen doch langjährigen Arbeiten, auch mit gleichgeschlechtlich empfindenden Menschen oder mit transident empfindenden Menschen, ist immer das gewesen, ich bin ja auch in der Ausbildung tätig, ja, dass wir eben auch Menschen, die so empfinden, kennenlernen,
dass wir mit ihnen sehen, wie, was sie zum Beispiel auch durchgemacht haben und durchlitten haben in ihrem Coming-out-Prozess, dass wir erleben und sehen, ja, diesen Menschen, was ihnen ja gerade homosexuellen Männern wird ja das auch vorgeworfen, dass es ihnen nur um die Sexualität geht, dass es eben nicht so ist, sondern dass die auch ein ganz Anführungszeichen normales Leben leben, dass es ihnen geht auch um Liebe, um Anerkennung, um Wertschätzung und Zuneigung, dass sie in der Gesellschaft genauso wertvolle Mitglieder sind und auch viel leisten, einfach Menschen, die so empfinden, kennenzulernen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Das heißt, dass wir die Lebensrealitäten von gleichgeschlechtlich empfindenden Menschen, transident empfindenden Menschen wirklich kennenlernen, ganz konkret in der konkreten Begegnung. Herr Wachalle, Ihnen danke ich sehr für dieses interessante Gespräch. Wenn Sie unbedingt nicht etwas ergänzen möchten, dann würde ich mal das Gespräch hier beenden. Ihnen nochmal danken, dass Sie für uns Zeit genommen haben. Ich kann nur eines noch dazu sagen, die Beratungsstellen Courage, die ich leite, das sind Beratungsstellen des Bundes, die den Schwerpunkt haben, sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identitäten. Und wir sind für alle Menschen offen, die hier in schwierigen Phasen ihres Coming-outs leben. Also von daher würde es mich auch freuen, wenn Menschen diese Möglichkeit der Begleitung und Unterstützung in Anspruch nehmen. Herzlichen Ihnen Dank. Ihnen auch, Herr Professor. Auf Wiederhören. Ganz herzlichen Dank. Ciao. Baba. Ciao.